So, hallo Leute und damit dann herzlich willkommen zur Auswertung des FAQs, was ich mit dem 100 Abonnenten Special angekündigt hatte. Und da möchte ich auch nicht kurzzeitig reden, sondern fange einfach gleich mit den Fragen an. Und anfangen tun wir mit den Fragen von The Brick Drick. Und er hat drei Fragen und die wären: Sammelst du auch die Sachen zur klassischen Saga? Also Episode 4, 5 und 6. Ich hatte ein oder zwei Sets von der klassischen Saga, aber großartig sammeln tue ich sie bis jetzt nicht. Und wenn jetzt Rebels kommt, werde ich natürlich da in Anführungsstrichen dazu gezwungen sein, dann auch mal ein paar Stormtrooper und so zu besorgen, aber keine Ahnung. Zweite Frage: Wie lange guckst du schon Lego-Videos auf YouTube? Schon ganz lange. Also angefangen, Videos auf YouTube, also Lego-Videos zu gucken, war eindeutig mit 96 Fresh Raider 69, Entschuldigung. Also 69 Fresh Raider 69. Ich nenne ihn einfach Fresh Raider. Aber er hat ja die, die Serie zur 212. Legion gemacht. Und das hat mich dann auch richtig so auf das Thema Lego mit YouTube und sowas gebracht und mit Filmen und so. Und das kann ich auch gleich in die nächste Frage einbringen, die nämlich wäre: Hat dich irgendjemand Spezielles inspiriert, selber Videos zu machen, oder war das die ganze Community? Ja, da gibt es viele Leute, zum Beispiel TVCs, Mox, fand ich natürlich total cool immer. Und aber auch du, The Brick Trick, und also gab es viele, und auch Fresh Raider eben, die mich dann dazu inspiriert haben, auch selber Videos zu machen. Angefangen habe ich übrigens auch mit Stop-Motion-Videos, also auch mit Lego Star Wars-Videos. Und davon gibt es allerdings jetzt keinen mehr auf YouTube. Aber da gab es mehrere Leute. Und von der ganzen Community kann ich nicht viel sagen, denn ich habe sowieso nur Lego-Videos und Musikvideos geguckt. Deshalb, so Sachen wie iBlali oder sowas kann ich damals noch nicht. Deshalb haben die mich auch nicht großartig inspiriert. Dann kommen wir zu den Fragen von SCW Productions. Welches sind deine 5 Lieblings-Lego-YouTuber? Ich zähle mal auf. TVC kennt ja sowieso jeder. Und seine Mocs sind ja immer ganz cool. SCW Productions, also du selber, von dem jetzt hier die Fragen gerade sind, die ich vorlese. Lego Master Builder 123 baut auch immer ganz coole Sachen. Und The Brick Trick auf jeden Fall. Seine Mini-Modelle und so. Und seine Mocs strotzen ja nur so vor Details und so. Also ist echt. Also der gehört auf jeden Fall dazu. Und dann gibt es noch einen, der ist noch relativ neu und hat auch erst 13 oder 15 Abonnenten oder sowas. Und das ist FIM 2000. Und er baut aber auch sehr coole Mocs. Und dafür, dass er noch so am Anfang ist, also mit eher weniger Abonnenten, gehört er aber auf jeden Fall auch dazu, zu den 5 Lieblings-Lego-YouTubern von mir. Denn seine Mocs sind ziemlich cool. Den Link zu seinem Kanal finde ich hier gerade nochmal hier im Bild eingeblendet. Und schaut einfach mal bei ihm vorbei, hat er auf jeden Fall verdient. Und dann würde ich sagen, machen wir auch weiter. Nämlich, welches ist dein Lieblingsmock von TVC? Von SCW Productions hat jetzt hier noch in Klammern daneben geschrieben, meine sind die ältere Cardia Base und die Endor Base. Die ältere Cardia Base und die Endor Base, die sind beide sehr cool, aber Atmox von TVC sind ziemlich cool. Deshalb kann ich nicht großartig sagen, welches jetzt davon mein absolutes Lieblingsmock ist. Denn, wie gesagt, sie sind alle sehr, sehr, sehr cool und da fällt es einem schwer, sich zu entscheiden. Dann, nächste Frage: Wie viel Geld hast du bereits circa für Lego ausgegeben? Die Frage kommt hier, glaube ich, irgendwie zweimal. Einmal noch von Lego Brain, aber dann beantworte ich die jetzt für beide, also Lego Brain und SCB Productions und alle anderen. Ich habe ungefähr 250 Euro für Lego ausgegeben. Also Gutscheine zähle ich jetzt nicht dazu. Nächste Frage wäre: welches ist dein Lieblings-Lego-Set? Da gibt es viele. Also, von den Modellen her jetzt. Also, von den Figuren und so. Und von den Modellen an sich. Zum Beispiel ein Set 95 Headhunter finde ich sehr cool. Und aber auch die ganzen Ether 2 Arktis-Sternjäger, wie jetzt zum Beispiel den neuen Jedi Interceptor von Anakin. Und gibt es mehrere und überhaupt alle Sternjäger mit coolem Design, die Lego rausgebracht hat, finde ich irgendwie ziemlich cool. Auch den Y-Wing. Und also es gibt einige. Dann, wer ist dein Lieblingsklon Lego und nicht Lego? Von Lego, keine Ahnung, Lego hat keine großartig, keine Nebenrollen, nur die Kommandeure rausgebracht. Also nur Captain Rex, Commander Cody, Commander Gree, Commander Wolf, aber nicht irgendwie Comet und wer ist der andere noch von Wolf? Der aber nicht irgendwie großartig
namentlich erwähnte Leute vom Wolfpack oder von der 501. oder 212. Legion. Und dazu kann ich das bei Lego nicht großartig sagen, denn mein Lieblingslohn ist eindeutig Fives. Und dann die Nebenrollen, also die nicht so ganz Lieblingslohne wie Fives, sind dann zum Beispiel Hardcase und Gregor und auch Waxer und Boyle. Und, also es gibt relativ viele da. Und überhaupt alle Klone sind relativ cool. Und ja, aber Fives ist mein Liebling da. Und wer ist dein Lieblings-Jedi? Lego und nicht Lego? Puh, keine Ahnung. Also vom Design her finde ich die neuen Versionen von Anakin und Ahsoka ziemlich cool. Also die aus dem Coruscant Police Gunship. Und von Nicht-Lego ist, ja, keine Ahnung, Quinlan Voss. Der ist irgendwie ganz chillig. Ist nicht so der brave. Er benimmt sich nicht immer so gut, wie man aus The Clone Wars Staffel 3 weiß. Und, ja. Und, ja, zum Beispiel so Leute wie Qui-Gon Jinn finde ich natürlich auch immer sehr, sehr nice. Und Yoda ist auch ganz cool, besonders in Staffel 6 jetzt, wo er dann seine ganzen Visionen hat. So, da finde ich das auch immer sehr, sehr nice. Und ja. Aber es gibt die Jedi an sich sind sowieso nicht so meins. Ich bin eher so der Kopfgeldjäger-Typ. So, ja. Dann, was ist dein Lieblingsraumschiff, Lego und nicht Lego? Habe ich gerade schon gesagt, zu welches ist dein Lieblings-Lego-Set? Also, da Raumschiffe sind ja eben der Z95 Headhunter. Und der Jedi Interceptor, oder überhaupt die ganzen Nita 2 Arktisjäger von Lego und nicht Lego. Zum Beispiel, ja, was gibt es da noch so großartig? Zum Beispiel die Invisible Hand und also das Flaggschiff von Grievous in der Schlacht über Coruscant in Episode 3. Dann, ja, es gibt sehr, sehr viele. Zum Beispiel auch die Akklamator-Sternzerstörer. Also diese Truppentransporter und so, die finde ich auch sehr nice. Kanonenboot ist sowieso cool. Und ja, also gibt es auf jeden Fall coole Raumschiffe. Dann, was ist deine Lieblings-Lego-Figur? Vom Design her habe ich das gerade schon bei Lieblings-Jedi gesagt. Das sind die neuen Visionen von Anakin und Ahsoka Coruscant Police Gunship, genau. Und überhaupt die ganzen Klone vom Design, die neuen finde ich jetzt auch relativ cool. Zum Beispiel dann die 501. Trooper, die Captain Rex, den neuen. Und also in Phase 2 Rüstung und dann die Shock Trooper in Phase 2 Rüstung auch aus dem Coruscant Police Gunship. Die finde ich alle sehr, sehr nice. Also vom Design her, aber es gibt natürlich Leute wie Michael MGF, die die Figuren dann noch so dermaßen aufmotzen, dass Lego da überhaupt, das Lego voll in den Schatten stellt. Also Lieblings-Lego-Figuren direkt von Lego gibt es auch einige, habe ich ja gerade auch gesagt, eine Knolle des Hulk im neuen Design zum Beispiel. Die neuen Phase 2-Soldaten, also Klone. Aber die Customs von Michael MGF sind so ziemlich meine Lieblinge. Und ja. Was oder wen sollte Lego laut deiner Meinung noch unbedingt als Set/Figur rausbringen? UCS und normale Sets. Ein UCS-Akklamator oder ein UCS-Venator-Kreuz fände ich mal sehr cool. Denn ja, die Venator-Version von Lego, also jetzt von, keine Ahnung, wann war das? 2008, 2009, keine Ahnung. Also kennt ihr alle den Venator-Kreuzer? Der war mir viel zu klein. Und da würde ich mich auf jeden Fall nochmal über eine UCS-Version freuen. Denn ja, wenigstens ein bisschen größer sollte es schon sein. Und wenn es ein UCS-Modell sein muss, dann soll es eben ein UCS-Modell sein. Und normale Sets würde ich mich nochmal über einen Delta-7-Jäger, heißen die, glaube ich. Also die Jedi-Sternjäger aus Episode 2 und den ersten Staffeln von The Clone Wars. Ja, also besonders über den von Obi-Wan aus Episode 2 freuen. Also über den roten Delta-7-Jäger. Den fand ich sehr, sehr cool. Und ja, als Set insgesamt würde ich gerne ein Set wie zum Thema The Box haben. Also Staffel 4. Da, wo Obi-Wan sich in Recco-Hardin transformiert und sowas. Und dann eben diese Box, wo eben die Kopfgelder dann getestet werden. Und ja. So ein Set finde ich ganz cool. Dann finde ich ein Order 66 Set ganz cool. Zum Beispiel auf Magito. Mit Ki-Adi-Mundi und Galactic Marines und so. Das finde ich sehr, sehr nice. Und am besten natürlich auch Commander Bacara und so. Und,
Ja, auch so Sets wie zum Beispiel Order 66 auf Felucia, wo dann zum Beispiel Commander Blei und ein paar 327 Star Corps Trooper dabei sind und so. Also es gibt viele Sets, die Lego noch nicht rausgebracht hat, aber die auf jeden Fall schon draußen sein müssten. Und ja. Dann, wie lange denkst du, wirst du noch mit Lego bauen? Keine Ahnung, vielleicht bis ich so alt bin wie David, also David Hall, hier ist Holy Bricks. Also, Lego ist zurzeit mein Lieblingshobby und das ist es schon seit 2007 oder 2008. Und deshalb glaube ich nicht, dass ich mit 16 aufhören werde, denn das wäre jetzt schon in einem Jahr. Und ja, jetzt habe ich gerade mal richtig angefangen, habe nach einem halben Jahr 103 Abonnenten, also jetzt gerade aktuell hier. Und da werde ich jetzt auf keinen Fall nächstes Jahr schon aufhören. Und ja, also ich werde auf jeden Fall noch länger weitermachen. Dann eine Frage von Lego Art Productions ALT. Würdest du gerne mehr Abos als PewDiePie haben? Also, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, aber dieses PewDiePie da, der Typ mit den meisten Abos auf YouTube, also fast 3 Millionen Abos. So viele werde ich sowieso nicht kriegen und so viele würde ich auch gar nicht so gerne haben, denn dann hätte ich viel zu viel Stress. Ich müsste überall Kommentare lesen und sowas. Und ja, also so. Mir würden schon 10.000 Abos reichen. Also höchstens 10.000 Abos. Und ja, allein die 1.000 zu kriegen, ja, also so weit zu kommen wie The Brick Tree, wäre natürlich schon ziemlich cool. Und ja, aber mehr als 10.000 Abos möchte ich auch nicht großartig haben, denn ja, irgendwann kommt man dazu sehr in Stress und denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, wie viele Abonnenten sind das denn? Und na, irgendwann gewöhnt man sich natürlich daran, aber mehr als 30 Millionen Abos möchte ich auf keinen Fall haben. Das wäre mir zu viel. Und ja, Fragen von Lego Brain kommen als nächstes. Wie viel Geld hast du für Lego ausgegeben? Habe ich schon gesagt, bei SCW Productions ungefähr 250 €. Und dann hat er noch die Frage, wo wohnst du? Das gehört allerdings in die Kategorie Lego und passt auch nicht zu meinem Kanal. Deshalb werde ich dir jetzt nicht beantworten. Viele wissen es allerdings schon. Und ja. Wie viele Pick-a-Brick-Becher hast du? Drei Stück habe ich. Zwei große und einen kleinen. Und allerdings kann man die immer wieder verwenden und kriegt immer wieder Rabatt drauf. Und deshalb, ja, werden mir jetzt wahrscheinlich drei reichen. Und ja, also wahrscheinlich werden nicht mehr so viele dazukommen, weil ich die eben immer wieder verwenden will. Weil man da eben auch Rabatt kriegt. Ne? Dann, was ist besser? Pick-a-Brick, also die Online-Seite von Lego da. Bricklink oder im Lego Store einen Pick-a-Brick-Becher zu nehmen. Kommt darauf an, was für Teile du brauchst. Also wenn du zum Beispiel einmal einen Ersatz brauchst, ist es sinnig, im Lego Store einen kleinen Becher zu nehmen, denn vom Gewicht her passt in den kleinen Becher mehr rein als in den großen Becher. Ich habe das mal gewogen in einen kleinen Becher. Da habe ich sehr, sehr viele Stats reingetan, in den großen genauso. Und ja, also in den kleinen Becher passen ungefähr 270 Gramm rein, in den großen 320. Ah, nee, gar nicht wahr. In den kleinen passen 370, in den großen 420. Und das heißt, da sind vielleicht, ja, seht ihr, sehr wenig Unterschied. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall mehr, einen kleineren Becher zu nehmen, denn man hat gleich das Doppelte für 2 € mehr. Und ja, also ich würde einen kleinen Becher nehmen für Stats, auf Bricklink, für Steine besonders und für Fliesen. Und Slopes und so ist auf Bricklink günstiger. Und wenn es Teile gibt, die du nirgendwo findest, dann bleibt natürlich nur noch Pick-a-Brick übrig. Das hat dann allerdings auch seinen Preis, denn Pick-a-Brick ist eben sehr, sehr teuer. Also im Gegensatz zu Bricklink. Und dann Frage, wie alt bist du? Hatte ich oben schon angedeutet. Wie lange denkst du, doch wirst du noch mit Lego bauen? Ich bin jetzt 15, denn mit 16 will ich ja nicht aufhören. Deshalb, ja, also ich bin 15. Und nächste Frage ist, wie viele von den Grasstängeln hast du in dein neues Mock eingebaut? Nicht Mac. Also ich denke mal, er meint jetzt das Kaschin-Mock, da habe ich, kann ich nicht sagen. Wenn ich nochmal nachgezählt habe, nachträglich, werdet ihr es hier im Bild eingeblendet sehen. Aber ich schätze jetzt mal so auf 200. Kann ich aber nicht sagen. Ich bin sehr, sehr schlecht im Schätzen. Also. Naja, nächste Frage, wie viele Kaschin-Trooper hast du? Ein Kaschin-Troopers Battle Pack plus 4 normale Kaschin-Trooper. Die ich noch von Lego Master Plan 123 nachträglich zum Geburtstag bekommen habe. Der kriegt übrigens auch noch was von mir zum Geburtstag. Allerdings, das habe ich jetzt als letztes gepackt, weil ich nicht wusste, was er braucht. Deshalb habe ich jetzt mal so ein paar Kleinteile zusammengesucht. Und ja, das werde ich wahrscheinlich, wenn ich so schnell es geht, losschicken. Also Lego Master Plan, ich hoffe, du musst nicht mehr lange drauf warten. Und ja.
Dann Fragen von Captain Kitty 98. Wie viele Battle Packs hast du bis jetzt? Ungefähr 10 Stück. Also, meine Antwort ist jetzt ungefähr 10 Stück. Denn zwei Utapau Troopers Battle Pack, ein Kashyyyk Troopers Battle Pack. Dann noch so ein paar zwei Battle Packs von 2008. Ein Battle Pack von 2007. Und, ne, zwei Battle Packs von 2007. Und, ja. Also, es kommt ungefähr so auf die 10. Aber, ja, kann ich auch nicht genau sagen. Ich zähle da nicht großartig. Dann, was ist dein Lieblings-Lego-Jedi? Habe ich auch schon gesagt. Um was ist dein Lieblings-Jedi? Bei SDW Productions. Das sind die neuen Versionen von Anakin und Ahsoka. Und, ja, eben die Customs von Michael MGF. Und der macht ja auch Jedi. Zum Beispiel Ahsoka hat auch eine sehr, sehr coole Version von raus. Also eben einen sehr coolen Custom davon gemacht. Und, ja, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann, wie lange sammelst du schon Star Wars oder generell Lego? Das kann man wahrscheinlich schon, ja, heraushören jetzt aus den Antworten auf, zum Beispiel jetzt gerade auch, wie viele Battle Packs hast du bis jetzt? Da habe ich auch gesagt, so von 2008, von 2007. Also 2008 habe ich richtig angefangen, so mit Lego, da habe ich mir auch öfter mal so ein kleines Set gekauft und um was zum Geburtstag bekommen. Und ja, aber richtig dran mit Sammeln und sowas bin ich so seit 2010 oder so, keine Ahnung. Aber ist auch schon länger her. Und dann Frage vom Big Brick Studios. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Abos. Drei Ausrufezeichen, das ist jetzt erstmal eine, ja, Glückwunsch halt. Und dann, ich habe auch eine Frage. Und zwar, wie findest du das Wookiee Gunship und den neuen MTT? Das Wookiee Gunship gibt es ja schon Bilder davon, kommt allerdings erst 2015 raus und es gehört zur Star Wars Rebels Serie. Das heißt, bevor ich Star Wars Rebels nicht gesehen habe und bevor ich keine Szene mit dem Wookiee Gunship gesehen habe, kann ich das Lego-Modell nicht bewerten. Denn ohne ein Original kann ich nicht, ja eben, kann ich keinen Vergleich zu dem Lego-Modell machen oder eben, ohne das Original kann ich eben auch keinen Vergleich vom Lego-Modell zum Original machen. Und, also dazu gibt es erstmal eine ganz neutrale Meinung, weil ich sie eben noch nicht kenne. Also aus den Serien jetzt. Oder den Episoden von Rebels halt. Ja, versteht ihr alles, ne? Denn den neuen MTT finde ich. Also ich bin voll disappointed von dem. Denn die Figuren sind zwar nice, aber viel zu klein. An manchen Stellen sieht man eben noch die Innenkonstruktion und so. Und es passen total wenige Droiden rein. Und deshalb finde ich auf jeden Fall die Version von 2007 oder 2008, weiß jetzt nicht mehr, wann das war. Aber viel besser, denn da passen ja 18 Droiden oder sowas in dieses Gestell vorne rein. Und ja, das fand ich auf jeden Fall viel besser. Und also das Modell an sich ist ziemlich schlecht. Die Figuren sind natürlich ganz nice. Aber das Modell ist eben Daumen nach unten. Dann Fragen von Tobias Schneider. Frage 1. Was meinst du, sollte Lego noch aus Star Wars auf den Markt bringen? Habe ich auch schon gerade gesagt, von wegen, was sollte Lego deiner Meinung nach noch unbedingt als Set bzw. Figur rausbringen? Also zum Beispiel ein paar Jedi-Sternjäger aus Episode 2. Sets wie, ja, zu Themen wie The Box, also Staffel 4. Dann hätte ich auch noch gerne Sets zu Staffel 6, also zu den Bonus-Episoden. Zum Beispiel noch auf Kamino mit Fives und diesem kleinen Druiden und sowas. Oder, ja, zum Beispiel da diesen Sith-Tempel, wo Yoda dann eben, ja, eben Darth Bane, da diesen, ja, Geist war das ja nicht, er schien ja ziemlich lebendig, aber eben diesem Darth Bane-Dingsbums da begegnet. Zum Beispiel dieses Grab eben. Und ja, da gibt es auch einige Sets, die ich noch gerne haben würde, die Lego allerdings eben noch nicht gemacht hat. Aber ja. Eine zweite Frage von Tobias Schneider ist, wie findest du die neuen Lego-Klonwaffen? Also diese Blaster, die auch schießen können. Keine Ahnung, also ich finde sie von der Größe her total scheiße, denn ja, sie sind eben. Sie passen nicht großartig in die Hände von Lego-Figuren und also sind fast so groß wie der ganze Torso von einer Lego-Figur, das heißt das ganze Oberteil. Und ja, Funktion ist natürlich ganz nice, aber die Größe an sich ist inakzeptabel. Also ich finde sie nicht so cool. Und dann Fragen von Mr. Harry Skywalker, das ist der letzte, den ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Also ich habe das Ganze, die ganzen Fragen nochmal kopiert und alles in eine Textdatei geschmissen, damit das ein bisschen geordneter ist und nicht immer suchen musst. Also Fragen von Mr. Harry Skywalker sind zum Beispiel, was hältst du von Hunger Games, Catching Fire und Mockingjay? Habe ich beide leider nicht geguckt. Ich hatte vor, mit meinem Freund reinzugehen, aber
Es ist einfach nicht dazu gekommen, aber ja, ich habe jetzt auch letztens noch mal einen Mock gesehen, auch also auch ein Lego Mock von Hunger Games: Catching Fire, und zwar die Arena. Und ja, das hat mich auch noch mal so ein bisschen angestachelt, vielleicht die Filme dann doch noch mal irgendwie zu gucken, wo ich die noch mal kriege und die dann doch noch mal anzugucken. Denn das war echt ein cooles Mock, und auch die Trailer waren sehr, sehr cool, wie ich fand oder wie ich finde. Und ja, also dazu kann ich nicht sagen, weil ich sie eben nicht geguckt habe, aber gerne nochmal angucken würde. Und ja, aber bis jetzt eben keine Meinung dazu. Dann, welches ist dein ältestes Set? Das Clone Troopers Battle Pack von 2007 oder 2008. Da war ein Shock Trooper, ein 327. Sternenkorps Trooper dabei und zwei normale weiße Phase 2 Trooper, aber alles noch in der alten Version und sowas. Ja, das war auf alle Fälle mein erstes Lego Star Wars Set. Mein ältestes Lego Star Wars Set. Mein ältestes Lego Set an sich ist irgendein Lego Creator Set von 2006 oder so. Und ja, also wie gesagt, ich bin schon länger dran und kann nicht genau sagen, was jetzt das älteste Set ist. Dann gibt es YouTuber, die du überhaupt nicht magst. Muss nicht sagen, welche. Also YouTuber, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, gibt es bis jetzt noch nicht. Aber wenn, es gibt ein paar YouTuber, die dann irgendwie, ja, ach nee, kann ich eigentlich auch nicht so sagen. Also wenn mir ein Video nicht gefällt, dann dislike ich das nicht und dann bleibe ich da einfach neutral zu. Aber ja, wie soll ich sagen, also YouTuber, die ich jetzt überhaupt nicht ausstehen kann, gibt es bis jetzt eben noch nicht. Und ja, ich weiß auch nicht, ob da jemals irgendwie jemand dazukommen kann, wird oder so. Und dann, was magst du am liebsten? Die Prequels, die klassische Trilogie oder die Sequel? Was du jetzt mit Sequels meinst, mit Star Wars Skywalker, weiß ich nicht. Also entweder Episode 7, 8 und 9 oder was heißt Sequel? Ich weiß nicht, was Sequel heißt, also keine Ahnung. Aber überhaupt zu allem, was mit Star Wars zu tun hat, finde ich die The Old Republic Trailer und die Prequels ziemlich cool. Prequels oder wie man das auch mal sagen will. Also Episode 1, 2 und 3 von den Animationen her sind die natürlich besser als Episode 4, 5 und 6. Da gab es eben schon bessere Software und alles. Und ja. Deshalb von den Animationen her, von den Spielfilmen finde ich die Prequels besser. Und überhaupt von Star Wars an sich finde ich die The Old Republic Trailer am besten, denn ja, als ich die Trailer, also ich glaube, der erste Trailer, den ich gesehen habe, war Hope. Also Hoffnung für den zweiten Teil. Und ja, das war, also eben der zweite Trailer, der rausgekommen ist zu The Old Republic, und das fand ich einfach. Ich habe erst gedacht, das wäre alles gespielt und alles echt, ne? Und eben nur die Effekte animiert, aber dabei waren selbst die Figuren alles einzeln animiert. Und da habe ich schon echt Respekt vor. Also von den Animationen her insgesamt finde ich dann ganz sicher die The Old Republic Trailer am besten, denn ja, also wer die mal gesehen hat, der wird das auch verstehen können. Und ja, nächste Frage wäre: Hast du lieber alte oder neue Sets? Von den Preisen, also wenn die alten Sets aktuell sind, also ich spule jetzt mal zurück auf 2006 oder 2008 oder sowas, da waren die Battle Packs noch 13,99 €. Und jetzt sind sie 16,99 €. Also von den Preisen her fand ich damals natürlich die Zeiten viel besser. Allerdings sind die Sets eben vom Design her immer besser. Und ja, allerdings habe ich auch festgestellt, zum Beispiel bei Padma Amidala aus der Malevolence und auch bei Ventress aus dem Sith Knight Speeder oder Dathomir Speeder heißt er auch. Und ja, aber da habe ich festgestellt, dass der Aufdruck nicht so gut hält wie bei den früheren Figuren. Zum Beispiel jetzt Figuren von 2008. Da hält der Aufdruck besser als auf den neuen Figuren. Also die Qualität vom Aufdruck wird zwar von den Details her immer besser, aber von der Haltbarkeit eher schlechter. Und auch, ich habe auch zwei 212. Trooper, wo der Aufdruck irgendwie ein bisschen schief drauf ist. Also ich sage jetzt mal, das Visier beim Helm, das ist jetzt bei den zwei. Das ist, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist, aber es ist ziemlich nach links versetzt und das finde ich nicht sehr cool. Und, ja, also
von der Qualität der Figuren, also von der Haltbarkeit, vom Aufzug und so, finde ich die alten Sets besser. Von den Details natürlich die neuen und vom Preis ja auch die alten. Aber wenn man jetzt heutzutage ein altes Set kauft, ich sage jetzt mal von 2008, ist das natürlich eine totale Rarität und deshalb eben auch sehr, sehr teuer. Und auch von der Größe her finde ich die, also von Größe inklusive Preis, finde ich jetzt die Preise für größere Sets, zum Beispiel Jabba's Segelbark oder sowas, da war die letzte Version, also nicht die Version, die jetzt 2013 oder wann das war, rauskam, sondern die Version davor, die war größer und hatte ungefähr den gleichen Preis, soweit ich weiß, kann ich aber nicht sagen. Und ja. Also jetzt ist sie natürlich auch viel teurer, aber ich habe jetzt mal letztens im Lego Store die neue Segelbarke aufgebaut gesehen und die war, habe ich gedacht, ist das jetzt die Sandskiff oder ist das die Segelbarke? Denn das war mir echt viel zu klein. Viel zu klein. Entschuldige für den Lärm da draußen. Ja. Und dann letzte Frage von Mr. Harry Skywalker und damit auch die letzte überhaupt, die ich hier aufgeschrieben habe. Was hältst du von Dreadlocks, Emos und Cornrows? Keine Ahnung, ist mir eigentlich alles ziemlich egal. Die Leute, die Dreadlocks haben, haben eben Dreadlocks. Finde ich okay. Ist ja ihre Sache, was sie mit ihren Haaren machen. Und, ja, also ich hab mit den Leuten kein Problem. Also, zum Beispiel Simon, also ungespielt, hat ja auch Dreadlocks. Und ist auch ein ganz cooler Typ. Und, ja, also, ich kann da nicht großartig was zu sagen. Ich finde das okay, ist genau wie Leute irgendwie sich die Haare gelen oder sowas. So machen andere das eben, machen sie eben Dreadlocks, ne? Und ja, also ich finde das alles völlig okay. Also ich habe damit kein Problem und ja, sollen die Leute das machen? Sie sind Menschen, egal mit Dreadlocks oder ohne Dreadlocks oder Emos und nicht Emos. Oder ja. Wie auch immer, also ich habe damit kein Problem und ich finde das völlig okay. Und ja. Dann war es auch schon wieder hier. 27 Minuten haben wir jetzt aufgenommen. Also jetzt hier die Audiodatei. Die ganzen Bilder, die ich jetzt noch einzeln dazu schneide und sowas, das wird natürlich alles noch etwas länger dann. Und ja. Wie auch immer. Soweit hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr habt Antworten auf eure Fragen bekommen. Wenn jetzt Fragen nicht vorgelesen wurden, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich die nicht eingetragen, also nicht hier in die Datei, die ich jetzt vorgelesen habe, kopiert habe, sondern dass die jetzt noch relativ neu waren und ich noch nicht dazu gekommen bin, die da rein zu kopieren. Die werde ich dann vielleicht noch nachträglich in einem kleineren Video dann noch beantworten. Aber jetzt würde ich sagen, Uploadzeit dauert wahrscheinlich jetzt schon wieder 24 Stunden, wenn nicht noch mehr. Und ja. Dann würde ich sagen, machen wir für heute wieder Schluss. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ja, dann bin ich raus für heute und sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal, Leute, für heute.